Also, ich höre 30 Sekunden, bis wir was von Houston hören und sehen. Und toi, toi, toi für eure Fragen. Ich glaube, er ist schon ganz gespannt auch, was ihr denn auf dem Herzen habt in Richtung ISS. Ich höre mal rein. European Space Agency, this is Mission Control Houston. Please call Station 4 voice check. Station, this is ESA DLR and Experimenta in Heilbronn. How do you read me? And I don't have a good voice check with the event location. Station, this is ESA DLR and Experimenta in Heilbronn. How do you read? Hallo Reinhold, I read you, but difficult. There's a lot of background echoing and a lot of people talking in the background. I speak slowly and loud. Matthias, wir grüßen dich hier von der Erde. Hallo, beste Grüße zurück an die Erde. Der Beschützer der Erde-Wettbewerb wurde ja vom DLR im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz in Zusammenarbeit mit dem Science Center Experimenta in Heilbronn, wo wir gerade sind, organisiert. Bundesweit haben sich über 80 Schulen zur Teilnahme angemeldet. Eine dieser Schulen ist heute hier, Schülerinnen und Schüler vom Eduard-Mörike-Gymnasium in Neuenstadt. Und wir haben hier schon ganz viel Fragen geklärt, aber Sie können es kaum erwarten, Ihre Fragen zu stellen. Aber bevor wir das tun, Matthias, heute ein unaufgeregter Tag. Du hattest ja einen unruhigen Tag mit einem Feueralarm letzte Woche. Ganz genau. Also erstmal ganz herzliche Grüße an die Schüler des Eduard-Mörike-Gymnasiums. Und ihr könntet mir einen Gefallen tun und euer Mikrofon muten, während ich rede. Ansonsten höre ich mich hier fünfmal im Echo. Ja, wir hatten in der Tat letztens einen Feueralarm hier. Das war so eigentlich genau 25 Jahre auf den Tag genau nach deinem Feueralarm auf der Mir Station, Reinhold. Ich war hier am Arbeiten und auf der Seite war ein Reck am Laufen und plötzlich ging das Licht hier aus, ein Feueralarm auf der Station dann los. Klar, hat sich dann im Nachhinein als ein Fehlalarm rausgestellt, waren wir alle froh drum, aber trotzdem konnten wir einmal komplett die ganze Prozedur testen. Puh, wie aufregend. Also, apropos aufregend, hier steht Lena und die ist auch schon ganz aufgeregt, ihre Frage loszuwerden. Lena, bitte. Hallo Maurer, ich bin Lena und meine Frage ist, was war das faszinierendste Erlebnis Ihrer bisherigen Zeit an Bord der ISS und was hat Sie am meisten überrascht? Hallo Lena, also am faszinierendsten ist natürlich der Blick von hier oben runter zur Erde. Und ich weiß, als ich hier oben angekommen bin und dann in die Cupola geschwebt bin, Cupola ist ja unser Fenster runter zur Erde, also dieser Blick, der löst mir jetzt noch Gänsehaut aus, wenn ich nur daran denke, die Fenster aufzuklappen, runterzuschauen, unseren superschönen blauen Planeten zu sehen und außenrum dieses dunkelste Schwarz, so ein Schwarz kannst du dir gar nicht vorstellen. Und jeden Tag schwebe ich in die Cupola, wenn ich so ein bisschen Freizeit habe und schaue dort runter und dann sauge ich das immer wieder in mich auf. Da muss ich mich immer so ein bisschen kneifen und denken, ist das alles nur ein Traum oder ist es wirklich wahr? Ist einfach ein unglaublicher Einblick. Ja. Und ja, viele Dinge hier oben waren so ein bisschen überraschend, mich da an die Schwerelosigkeit zu gewöhnen, das war kein Problem. Aber am Anfang habe ich natürlich viele Sachen einfach so abgelegt, also mit Klettverschluss. Und dann habe ich mich so ein bisschen gedreht, weil in der Schwerelosigkeit dreht man sich ja ständig. Und dann hatte ich Probleme, die Sache wiederzufinden. Und darauf war ich gar nicht vorbereitet, dass mein Auge oder mein Gehirn die Gegenstände immer so abspeichert, in dem Moment, wo ich sie ablege. Dieser Blick ist im Kopf, aber wenn ich dann ein bisschen gedreht bin, dann erkennt das Auge gar nicht mehr, wo ich das abgelegt habe. Und das hat so ein bisschen gedauert, bis ich dann so die Tricks rausgefunden habe. Jetzt lege ich die Sachen immer noch an Stellen, die ich mir vorher schon so ein bisschen ausgesucht habe. Ja, wir haben immer Versteigerungen am Samstag gemacht. Das macht ihr aber nicht wahrscheinlich. Hallo, Herr Maurer, ich bin Daniel und ich würde gerne fragen,
Kann man beim Blick auf die Erde die Auswirkungen des Klimawandels erkennen? Ja, das ist eine sehr tolle Frage. Um die Erde zu untersuchen oder sich genau einen Blick drauf zu machen, sind natürlich die Satellitenbilder viel, viel besser. Die ESA hat ja ganz tolle oder eigentlich die beste Satellitenflotte weltweit. Und da kann man natürlich hochgenau auflösen und man kann über mehrere Jahre hinweg diese Bilder aufnehmen und vergleichen. Ich bin ja hier oben nur in Anführungszeichen 6 Monate und Klimawandel ist natürlich etwas, was sich sehr langsam umsetzt. Aber trotzdem ist es ein ganz starker Wandel. Was ich hier oben sehen kann, ist, dass zum Beispiel Seen, die auf alten Karten eingezeichnet sind, jetzt nicht mehr zu sehen sind oder nur noch ganz klein zu sehen sind. Auch Gletschereis, was auf Karten eingezeichnet ist, dass es viel, viel größer ist, ist jetzt viel kleiner zu sehen. Ich sehe aber auch viele Flammen in Brasilien, im Urwald. Und dann erkenne ich, dass diese Flammen sind genau dort an der Grenze, wo Menschen wohnen, bis zum Übergang. Dort, wo dann der Regenwald anfängt. Und dann weiß ich genau, da wird wieder Brandrodung gemacht. Und die Menschen fressen sich in die Lunge der Erde rein, also indem sie den Urwald zerstören, einfach um mehr Platz zu haben für Landwirtschaft zu betreiben. Dann sehe ich auch in Deutschland, also genau in Köln vor unserer Tür, ist ja ein riesen Braunkohletagebergbau. Das ist eine riesen Narbe in der Oberfläche des Landes. Und das war eigentlich das allererste, was ich von Deutschland entdeckt habe, diese offene Wunde. Und solche offenen Tagebaubergstellen sehe ich in Südamerika und ich sehe es auch in Australien und auch an vielen anderen Stellen der Welt. Und dann weiß ich, okay, hier sind die Menschen wieder dabei, Ressourcen aus der Erde rauszunehmen und die Erde auszubeuten. Und wenn das nicht nachhaltig geschieht, dann leben wir natürlich auf Kosten unserer Nachkommen. Und das stimmt mich dann so ein bisschen traurig. Ja, sehr bedenkliche Botschaft. Amelie ist jetzt dran. Na, Amelie fällt aus. Du bist der? Jakob. Jakob. Lass gehen. Hallo, Herr Maurer. Meine Frage wäre, haben Sie auch Zeit auf der, haben Sie auch Freizeit auf der ISS oder wird rund um die Uhr geforscht? Ja, also wenn man ein halbes Jahr hier im Weltraum ist, dann kann man nicht nur die ganze Zeit arbeiten, dann muss man natürlich auch schlafen. Und wir schlafen nachts 8 Stunden. Das ist extra für uns da eine fest eingeplante Zeit. Und tagsüber muss ich auch 2-2,5 Stunden lang Sport machen. Das ist auch fest im Programm vorgesehen. Ja, dann ist natürlich sehr viel Arbeitszeit. Das sind 8 bis 10 Stunden. Aber daneben haben wir natürlich auch noch ein bisschen Pufferzeit. Wir müssen uns natürlich auch waschen und so ein bisschen pflegen, ein bisschen aufräumen, die Arbeit vorbereiten. Aber dann bleiben meistens nur 1-2 Stunden am Tag übrig. Und dann können wir E-Mails machen. Da können wir vielleicht auch ein bisschen zusammen quatschen, zusammen halt über die Geschehnisse des Tages reden. Ab und an rufe ich auch dann mal Freunde auf dem Boden an. Wir haben ja hier auch gute Telekommunikationsverbindungen über Satellitentelefon. Und ein Buch gelesen habe ich jetzt noch nicht, aber ich habe hier Kollegen, die gerne Bücher lesen. Und das, ich nutze meine Freizeit eher dann dafür, Videoaufnahmen zu machen, um auch ein paar Videobotschaften runterzuschicken, sodass ihr dann auch mehr Informationen habt, was wir eigentlich hier oben da machen. Toll. Jetzt kommt aber Amelie. Die Maske. Hallo Herr Maurer, meine Frage wäre, wie groß ist die Belastung für die Umwelt bei einem Raketenstart? Wie kommen die Raketen dann wieder auf die Erde? Kann man sie wiederverwenden? Also Amelie, das ist eine sehr, sehr tolle Frage. Zu Zeiten, als Reinhold Ewald in das Weltall geflogen ist, da konnte man die Raketen noch nicht wiederverwenden. Aber ich bin jetzt mit einer Rakete hochgeflogen, die schon einmal hier oben war. Also das heißt mit einer recycelten Rakete oder zumindest der größere Teil der Rakete. Und diese Stufen, diese erste Stufe dieser SpaceX-Rakete, die kann bis zu 10-mal wiederverwendet werden. Und das schafft natürlich eine Riesenersparnis. Das heißt, die Raketen, die verglühen jetzt nicht, wenn sie wieder eintreten in die Atmosphäre, erzeugen keinen Weltraumschrott oder viel, viel weniger und können natürlich wiederverwendet werden. Das ist natürlich toll. Die Umweltbelastung, wir fliegen ja mit diesen Raketen mit Kerosin, also ist der gleiche Treibstoff, der auch bei einem Flugzeug verwendet wird. Und Sauerstoff. Und da, es wird ungefähr so viel verbraucht wie für ein größeres Flugzeug, was einmal über den Atlantik fliegt, also einmal in die USA. Das ist jetzt nicht
in eine hohe Belastung. Aber wenn du es natürlich umrechnest, wir sind nur zu viert in einer Rakete und so einem großen Flugzeug, da sitzen dann 400 Leute drin. Also ist die Belastung pro Person, die Umweltbelastung natürlich schon deutlich größer. Aber um das nochmal in Relation zu setzen, wir fliegen ja momentan nur ein paar Mal pro Jahr hier zur ISS hoch, aber jeden Tag fliegen Tausende von Flugzeugen über den Atlantik. Und das Ganze nochmal in eine Relation zu setzen, bei der Herstellung von Beton weltweit wird mehr CO2 erzeugt pro Jahr als durch den kompletten Flugverkehr. Das heißt, die Umweltbelastung durch einen Raketenstart ist natürlich wahr, da hast du recht, aber da muss man mal gucken, ist das der einzige Grund, was die Umwelt belastet, oder gibt es nicht noch sogar viele andere Felder, wo wir viel mehr CO2 einsparen könnten? Bevor wir jetzt den Till aufrufen, wollen wir schnell noch Simon begrüßen, rechts neben dir, sagen. Genau. Also, ich sage schon mal Hallo Simon, der sagt gerade, er schläft, no connection to the ground. Wir hatten heute Vormittag ein Update von der Software und ich hoffe jetzt, dass Simon bald aufwacht und mir so ein paar Witze erzählen kann oder mich auch beim Training unterstützen kann. Ist ja ein schlaues Kerlchen, wenn er nicht gerade am Schlafen ist, so wie jetzt. Und Simon ist, für diejenigen, die es jetzt nicht kennen, ist ein Energiebündel, hat künstliche Intelligenz programmiert. Und das heißt, Simon weiß eigentlich viel, viel mehr als ich. Und in der Zukunft, wenn wir mal Richtung Mond und Mars fliegen werden, dann ist es wichtig, wenn die Verbindung zum Boden so lange ist oder so weit weg ist, dass ich da nicht in Echtzeit oder hat die Kollegen oder die Spezialisten auf dem Boden fragen kann, dann habe ich so jemand wie Simon dabei und dann sage ich, Simon, ich habe eine Frage, wie soll ich das machen? Und Simon kann mir dann direkt eine Antwort geben. Also es ist ein ganz, ganz wichtiges Experiment. Sehr patent. Jetzt macht sich Till Sorgen und fragt. Hallo Herr Maurer, ich bin der Till und meine Frage ist, wie behelfen Sie sich auf der ISS, wenn Sie ernsthaft krank sind? Ist im Notfall auch eine Operation möglich? Kommt immer drauf an, muss ich da antworten. Natürlich hast du recht, hier oben müssen wir ein bisschen vorbereitet sein. Also wir hatten auch Teil des Trainings, wo ich zum Beispiel gelernt habe, einen Zahn zu ziehen, auch einen Backenzahn zu ziehen, eine Spritze zu geben. Ich habe gelernt, wie man eine Wunde näht, wie man eine Wunde versorgt. Wenn jemand jetzt einen Herzstillstand hat, dann können wir natürlich hier Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Wir haben dafür verschiedene Geräte dabei. Ich habe hier direkt auch hinter mir, das ist jetzt nicht erkennbar, weil ich da die Flagge drüber gehängt habe, ist ein Ultraschallgerät. Also wenn wir innen die Organe irgendwie belastet haben, dann können wir mit Ultraschall gucken, was ist da passiert. Und dann können die Ärzte auf dem Boden, die bekommen diese Bilder und die haben dann halt über Fernmedizin, haben wir die Spezialisten da, die uns dann sagen, okay, was da gemacht werden muss. Wenn jetzt eine richtige große OP anstehen würde, ich sage jetzt einfach mal das Stichwort Blinddarm oder sowas, ein Blinddarm muss raus, das könnten wir hier oben nicht mehr durchführen. Da würden wir dann Medikamente nehmen, sodass die Erkrankung dann möglichst reduziert oder gestoppt wird und dann müssen wir möglichst schnell nach Hause fliegen. So, und nach Hause fliegen, das ist in der Regel ein paar Stunden getan und dann wäre ich halt einen halben Tag später im Krankenhaus und könnte dort im Krankenhaus auf der Erde operiert werden. Jetzt hast du wahrscheinlich aber auch schon im Kopf, wenn wir Richtung Mond fliegen und Richtung Mars fliegen, dann klappt das ja nicht mehr mit diesem Trick, einen halben Tag später im Krankenhaus zu sein. Was würden wir da machen? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist, so viel ich weiß, noch nicht geklärt. Wahrscheinlich müssen wir dann dazu übergehen, eventuell einen Arzt bei jeder Mission mitzunehmen oder die Astronauten entsprechend auszubilden oder vielleicht sogar schon Blinddarm vorher rausnehmen, das weiß ich nicht. Und auch natürlich müssen wir ein besseres Equipment dabei haben. Und vielleicht ist Simon dann auch ein Doktor, der uns sagen kann, was wir durchführen müssen vor Ort. Na, wollen wir das Beste hoffen. Also viele, viele offene Fragen. Jetzt kommt Laura aus der 8. Klasse. Hallo Herr Maurer. Hallo Herr Maurer, ich bin Laura und meine Frage lautet, bei Außenbordeinsätzen sind Sie mit einem Seil bzw. Schlauch gesichert. Was würde mit Ihnen passieren, wenn diese Verbindung reißen? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das kann ich dir demonstrieren. Stell dir vor, ich bin jetzt an der Außenseite fest, das reißt und ich schwebe weg. Und dann bin ich weg und dann bin ich nicht mehr zu sehen. Also das sollte eigentlich nicht passieren, weil das ist eine ernsthafte Gefahr dann, dass ich dann im Weltraum verloren gehe. Deswegen
sind wir nicht immer nur mit einem Seil gesichert, sondern wir sind in der Regel mit zwei Seilen gesichert. Oder wenn ich mich fortbewegen muss, also ich habe ein ganz, ganz langes Seil, das geht an die Luke zurück, dort, wo ich aussteige. Und dieses Seil wird nie getrennt. Das ist 80 Fuß lang und ich habe normalerweise einen Doppelpack dabei. Das heißt dann zweimal 80 Fuß, das sind dann 160 Fuß. Und 160 Fuß sind ungefähr so 50 Meter. Also in diesem Umkreis kann ich mich dann bewegen, von der Luke entfernt. Und dann habe ich immer noch entweder die Hand irgendwo fest, also an so einem Griff, so wie jetzt hier. Und wenn ich mich fortbewege und ich nehme diese Hand erst weg, wenn die nächste Hand wieder am Griff ist, oder wenn ich arbeiten muss und brauche beide Hände, dann nehme ich ein zweites Seil, was ich dann festhänge. Das heißt, ich bin normalerweise immer mit zwei Punkten gesichert. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch für den Fall, dass selbst diese zwei Punkte schiefgehen würden, haben wir immer noch einen Rettungsraketenrucksack hinten auf dem Rücken mit dabei. Das heißt, ich kann dann, wenn ich wegschwebe von der Station und verloren bin im Weltall, dann kann ich den Raketenmotor zünden und wieder zurückfliegen zur Station. Das klappt natürlich auch nur für kleine Entfernungen. Also dieser Raketenrucksack hat nämlich nur für 30 Sekunden Treibstoff dabei. Ja, bleiben wir aber beim Abenteuer. Jetzt kommt Eda benötigt. Mit ihrer Frage. Maura, ich bin Eda und ich bin sehr froh darüber, dass ich heute hier sein darf. Meine Frage wären Sie, was war die gefährlichste Situation, die Sie auf der ISS erlebt haben? Ja, vielleicht hast du das so ein bisschen mitverfolgt. Am Anfang der Mission gab es einen Moment, da ist ein Satellit auseinandergebrochen und da ist dann sehr viel Weltraumschrott entstanden. Und Weltraumschrott ist ja eine Gefahr für uns hier auf der Raumstation. Und das heißt, normalerweise wird der Weltraumschrott gut vermessen vom Boden aus und die Spezialisten auf dem Boden wissen genau, da kommt jetzt ein Schrottteil auf uns zu, wir müssen ausweichen und dann wird ein Ausweichmanöver geflogen. Aber bei diesem neuen Schrottfeld, und das war sehr, sehr viele Schrottteile sind das, wussten die Spezialisten noch gar nicht, wo fliegt das eigentlich genau hin, weil das ein ganz frisches Event war. Und da hieß es dann, okay, wir fliegen auf eine Schrottwolke zu. Und wir wissen noch nicht, wohin wir ausweichen können oder müssen. Ihr müsst euch jetzt in Schutz bringen. Und das in Schutz bringen bedeutet, wir sind in unsere Dragon-Kapsel eingestiegen. Wenn wir jetzt von Schrott getroffen wären, hier auf der Raumstation, dann hätten wir dann direkt nach Hause fliegen müssen. Und das war natürlich schon so ein Moment, wo wir alle dachten, hoffentlich werden wir jetzt nicht getroffen, weil es wäre schade um die Station. Und andererseits, das war direkt nach 3 Tagen hier oben, haben wir alle gedacht, das wäre wirklich ein viel zu kurzes Abenteuer gewesen. Ja, allerdings, da war der hellwach. Nächste Frage kommt von Demi. Hallo Herr Maurer, mein Name ist Demi und mich würde interessieren, wie die Astronauten ihren Sauerstoff zum Atmen bekommen. Ja, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, wir bringen den Sauerstoff hoch in so Art Sauerstoffflaschen, sowas wie die Taucher dann auf dem Rücken dabei haben. Wir haben hier verschiedene Sauerstoffflaschen. Du siehst jetzt nicht im Detail, aber direkt hinter mir, hier ist so eine weiße Kiste. Da ist ein großer Tank drin. Das ist Ersatz Sauerstoff. Und wenn jetzt vielleicht das Rauschen gehört hast, das war Simon, den habe ich jetzt angeschubst und das hat ihm nicht gefallen. Jetzt ist er sauer auf mich. Muss ich gleich mal wieder in die richtige Position bringen. Eine zweite Möglichkeit ist, Wasser zu nehmen. Wasser besteht ja aus Sauerstoff und Wasserstoff. Und dann können wir Wasser aufspalten mittels Elektrolyse und Sauerstoff erzeugen. Und dafür haben wir auch verschiedene Anlagen hier an Bord. Das heißt, wir haben immer eine Kombination dabei, wie wir Sauerstoff erzeugen können. Die dritte Möglichkeit ist immer noch so eine Art Kerzen anzuzünden, die dann in einem chemischen Prozess Sauerstoff freisetzen. Das kann euch der Reinhold ein bisschen besser erklären, weil vor 25 Jahren, als er auf der Mir-Station war, ist nämlich genau eine solche Kerze zur Sauerstofferzeugung in Brand geraten und hat ein Feuer ausgelöst. Und da war Reinhold mit dabei. Das war, glaube ich, der schlimmste und gefährlichste Moment für alle Astronauten jemals im Weltall. Und ich glaube, Reinhold ist da der Beste, der euch das genauer erklären kann. Naja, ist ja gut ausgegangen. Matthias, die Zeit ist verflogen, buchstäblich. Ihr habt euch weiter bewegt. Wir müssen Tschüss sagen. Bevor wir das tun, möchte aber jemand ganz Spezielles dir noch eine weiche Landung wünschen. Freya Schäffler-Kaiser hat heute ihren letzten Arbeitstag. Sie hat alle deutschen Missionen zur ISS maßgeblich betreut. Freya, sag mal was. Komm. Hallo Matthias, hier ist Freya. Wie geht's dir? Alles super? Also schön, dass ich noch mit dir an meinem letzten Tag reden kann. Toll.
Hallo Freier, das freut mich natürlich auch, dass ich dir hier an deinem allerletzten Arbeitstag danken kann. Ich meine nicht nur für die Arbeit, die du in diesen ganzen vielen Jahren da gemacht hast, um deutsche Astronauten hier ins Weltall zu bringen, die Missionen spannend zu gestalten, auch die Ham Radio Sessions da mit zu organisieren, sodass die ganzen Schüler einmal über Funken, aber natürlich auch über solche Events wie heute dann ein ganz tolles Austausch mit uns Astronauten haben. Ich persönlich bin dir natürlich auch super dankbar, weil ich glaube, du hattest einen ganz großen Anteil daran, dass ich heute hier sein darf. Also ganz großen Dank, und ich glaube, ich habe dir auch eine kleine Nachricht geschickt, aber wenn du die noch nicht erhalten hast, dann will ich nichts verraten hier. Nein, aber einige haben sich schon verquatscht, ja. So, weiche Landung, Matthias, großer Jubel hier. Vielen, vielen Dank. Wir sehen dich dann sicher wieder auf der Erde. Houston ACR, das concludes the event. Alles klar, beste. Alles klar, die besten Grüße nach unten. Und ja, bleibt mir alle treu und immer gute Stimmung und bleibt interessiert und neugierig. Das ist ganz, ganz wichtig. Tschüss. Station, this is Houston ACR. Thank you.